Unser Redaktionsjapaner hat eine US-amerikanische Wildkatze auf dem Puckel. Ganze 6 Monate hat sich das Biest in den L200 verkrallt. Und wir hatten ausführlich Gelegenheit, mit beiden auf Tour zu gehen. Ob auf der beschaulichen Havel, bei einem ganz speziellen, extrem entschleunigten Abenteuerturn auf schaukelndem Untersatz oder im wilden Sizilien am südlichen Ende Europas. Die Kabine namens Wildcat vom US-amerikanischen Hersteller 4-Wheel Campers in der Version Overlander vom Wohnkabinencenter musste sich so einiges gefallen lassen und hat es ziemlich klaglos mitgemacht. Okay, rein vom Äußeren gibt es sicher hübschere Kandidatinnen, doch die Wildkatze punktet mit einigen Features. Das Erste, was mir positiv auffällt, ist die niedrige Höhe der Kabine. Denn wir fahren gerade durch sehr tief hängende Äste durch und da habe ich mit der Kabine überhaupt keine Probleme. Dank des Aufstelldachs ist sie unterwegs schön kompakt. Außerdem schwören die Amis auf ihr sogenanntes Flex-Frame-Konzept, was nicht mehr bedeutet, als dass sich die Kabine Offroad verwinden kann. Das funktioniert seit 40 Jahren, kann also so falsch nicht sein. Auch im staubigen Sizilien hielten Dach und Tür dicht. Deutlich weniger Gewicht bringt sie mit dieser Bauweise allerdings nicht auf die Waage. Ihre 400 Kilo liegen im Rahmen. Immerhin belasten sie den Pickup nicht allzu sehr. Das Fahrverhalten unterscheidet sich bei unserem L200 kaum von der vorigen Konfiguration mit Hardtop- und Schubladenausbau. Und mit ihrer Bodenlänge von 2,10 Metern passt die Wildcat einerseits natürlich bestens auf Single- oder Extra-Cab-Pickups, doch auch bei Doppelkabinen hält sich der Hecküberhang in Grenzen. Insgesamt also ist sie sehr gut für den Offroad-Einsatz gerüstet. Man ist natürlich nicht nur im Wald oder im Gelände unterwegs, sondern fährt auch ab und zu mal ein bisschen zügiger über Autobahnen oder Landstraßen. Und da hat die Kabine auch ihre Vorteile, denn durch diesen niedrigen Alkoven hat sie einen geringen Windwiderstand und ist dadurch auch ein bisschen leiser. Unser Testverbrauch bei 120 bis 130 km/h, etwa 12 Liter. Und jetzt baue ich die Kabine mal auf. Das ist eine gute Idee, denn was die Wildcat im Innern verbirgt, ist vor allem eine Menge Platz. Wer gut vorbereitet ist, hat noch einen Tritt dabei, das bin ich aber nicht. Deswegen muss ich jetzt die sportliche Variante nehmen. Bevor ich in die Kabine einsteige, kann ich die Kabinentür am Heck noch befestigen. Im Innenraum ist die Kabine vorne und hinten noch einmal gesichert. Aber irgendwie muss man stärker dafür sein. Zünke, du musst bitte einmal hinter der Kamera vorkommen und mir helfen. Ehrlich? Ja. Der Öffnungsmechanismus hätte tatsächlich eine Überarbeitung verdient. Hier ist voller Körpereinsatz gefordert. Genau. Und danach kann ich auch weitermachen. Okay, Astrid, du schaffst das. Und auch hier vorne brauche ich bitte deine Hilfe, Sünke. Okay. Muss das wohl sein? Da ist es natürlich einfacher, wenn das zu einer Sitzgruppe umgebaut ist. Jetzt ist es einfach irgendwie dünn. Gut. Uiuiui. Nochmal? Mhm. Auch hier, das robuste Dach bräuchte noch Feintuning. Ja, okay, reicht schon. Also irgendwie ganz schön schwierig, ne? Ja. Also eher was für 2 Leute als für einen alleine. Ja, oder für starke Menschen. Und jetzt lassen wir ein bisschen Licht in die Bude. Das Schöne an der Kabine ist, dass es nicht nur ein Fliegengitter gibt, sondern auch PVC-Folie. Und das isoliert noch mal ein bisschen zusätzlich an kalten Tagen. Das ist ein wirklich gut durchdachtes Fensterkonzept, auch für kältere Tage. Viel Licht, viel Luft, die beiden Lüfter im Dach tun das ihre dazu und die graue PVC-Plane ist so gut gespannt, dass selbst an windigen Ecken kein störendes Klanggebilde entsteht. Jetzt, da die Fenster geöffnet sind, merkt man, was für ein Raumwunder diese Kabine ist.
Allein das Bett ist riesig mit 2 x 1,80 Meter. Es könnte allerdings ein bisschen komfortabler sein. Die Polster könnten ein bisschen dicker und vielleicht auch ein bisschen weicher sein. Und schön wäre hier drunter auch ein Lattenrost, dann wäre es einerseits bequemer und andererseits wäre es dann auch ein bisschen unterlüftet. In der Kabine sind 3 Lampen verbaut, 2 davon sind über dem Bett und die sind sogar dimmbar. Das Bett ist schnell abgebaut. Übrigens, selbst zusammengeschoben könnte das Bett mit 1,79 x 1,15 für manchen als Koje ausreichen. Der Tisch wiederum sorgt für Ärger. Durch das fest eingeschraubte Bein ist er nicht mehr beweglich und beim Bettenbauen ist er im Weg. Aber immerhin, Kabine fertig für den Tag. Das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert, jetzt brauche ich nur noch was zu essen. In der Kabine ist jetzt leider kein Kocher verbaut, dafür ist hier eine große Spüle. Und da wir kein Kochfeld haben, muss ich ganz klassisch auf die Campingkartusche zurückgreifen. Auf der anderen Seite ist eine Kühlbox, die ist recht groß, aber man kann nicht mal eben auf dem Rastplatz halten und sich ein kühles Getränk rausholen, denn wenn das Hubdach geschlossen ist, kann man diese Box nicht öffnen. Unter dem Tisch sind unter anderem einmal die Elektrik mit 2 x 60 Amperestunden Gelbatterien verbaut von Victron Energy und daneben befinden sich 3 x 20 Liter Frischwassertank. Das funktioniert hier über eine Tauchpumpe. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Deckel nicht über einen Schraubverschluss funktioniert. Außerdem fehlt mir hier ein Abwassertank. Optisch nicht jedermanns Sache, aber sehr praktisch sind diese Euroboxen. Davon gibt es hier in der Kabine 17 Stück. Manche davon sind riesig, also die sind alle unterschiedlich groß. Ich finde sie ganz praktisch, wenn man auf Reisen gehen will und die Boxen einfach mit in die Wohnung oder ins Haus nimmt. Dann kann man in Ruhe packen und die Sachen danach hier einfach verstauen. Die Boxen gehen übrigens auf das Konto des Wohnkabinencenters, das diese Wildcat Overlander-Version zugunsten reiselustiger Europäer anpasste. Im US-Original besteht der Ausbau aus Holz. Hier gibt es also Raco-Boxen in Alu-Regalen. Ein wirklich ärgerliches Manko bleibt aber noch. Die Befestigung der Kabine ist nicht wirklich gut gelöst. An die hinteren Verzurrpunkte kommt man noch relativ gut über diese Klappe hier dran. Wenn man allerdings die Kabine vorne verzurren möchte, wird es schon sehr kompliziert. Man muss hier nämlich unter diesem Podest durchkrabbeln, bis nach da vorne hin lang und das wird sehr, sehr unbequem. Das ist auch der Grund, warum wir die Absetzkabine nach dem ersten Versuch die restliche Zeit einfach aufgesattelt ließen. Schade eigentlich, denn damit geht die Flexibilität solcher Konzepte verloren. Auf der Positivliste stehen dagegen Dinge wie die gute Webasto Dieselheizung, die trotz des Tanks innerhalb der Kabine ohne Geruchsbelästigung arbeitete, und das große Solarpanel. Das Strommanagement funktionierte so gut, dass die Kabine den gesamten Sommer über nicht an die Steckdose musste. Wie ist jetzt mein Fazit nach 6 Monaten mit dieser Kabine? Also, ich finde wirklich positiv, dass man hier ein unglaubliches Raumgefühl in der Kabine hat. Ich bin eher Dachzelt gewöhnt beim Reisen. Da ist das hier natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Was ich außerdem gut finde, ist, dass man auf der Autobahn oder generell unterwegs ein bisschen zügiger fahren kann und trotzdem nicht diese Windgeräusche hat, das hält sich damit echt in Grenzen. Was ich nicht ganz so gut finde, ist unter anderem die Verarbeitung. Einiges ist hier noch nicht entgratet an den Kanten, dadurch kann man sich ein bisschen wehtun ab und zu und wenn man diese Euroboxen häufig öffnet oder schließt in den Schubladen, hat man auch einiges am Plastikabrieb. Was ich außerdem nicht ganz so gut finde, ist, dass ich diese Kabine leider nicht alleine öffnen kann. Dafür bin ich einfach zu schwach. Aber immerhin kann ich sie alleine schließen und das mache ich jetzt auch. Fehlt noch der Preis. Bei 31.500 Euro geht's los. Das ist auf den ersten Blick ziemlich viel Geld. Doch die 4-Wheel-Campers-Kabine in der europäisierten Version bietet auch eine Menge auf kompaktem Raum. Gerade das Platzangebot und die Ergonomie wurden von allen Kollegen nach ihren Reisen immer wieder gelobt. Und an den negativen Details könnte, nein, müsste man noch arbeiten. Dann wäre die Wildkatze nicht nur ein guter, sondern ein perfekter Reisebegleiter.
Wenn ihr euch jetzt weitere Absetzkabinen zum Vergleich ansehen wollt, dann guckt doch mal in unserem Kanal. Da haben wir nämlich schon eine ganze Menge der mal mehr, mal weniger praktischen Kisten getestet.